Marke und besprechen nicht alles nochmal. Okay, seid ihr soweit? Ja, wir sind soweit. Dann begrüßen wir euch hier aus der Übersetzungskabine für Lockpicking in the Internet of Things. Oder warum es nicht immer eine gute Idee ist, Bluetooth Low Energy in Geräte einzubauen. Wir sind Aunwin und übersetzen den Talk für euch. Okay. Hallo, willkommen zu Lockpicking im Internet der Dinge. Okay. Okay, da ist ein kleiner Überblick über das, was wir tun. Ich werde ein bisschen einführen, worum es geht. Ich zeige euch ein bisschen Hardware für die Hardware-Liebenden unter euch. Und dann schauen wir ein bisschen genauer in die Elektronik der Hardware, bevor wir uns die Kommunikation im Internet angucken. Das ist moderne Zeug, was jeder in seiner Kaffeemaschine haben will. Und dann schauen wir uns die kabellosen Schnittstellen an und schauen uns an, wie schwierig es ist, dort mitzuschneiden. Am Ende werden wir uns ein bisschen angucken, wie man Android-Apps hackt. Wenn ihr mehr die Apple-Leute seid, dann gibt es da ähnliche Technologien, um eine Apple-App zu erreichen. Aber für die meisten Geräte geht beides. Also auch wenn du iOS benutzt, kannst du die Android-App benutzen, um deine Informationen zu bekommen. Und dann ist der Talk auch schon zu Ende. Okay, die wichtigste Sache zuerst, der Disclaimer. Im Wesentlichen will ich eigentlich sagen, ich habe nur Dinge an meinen Schlüsseln benutzt. Ich sage nicht, dass es immer geht. Ich sage nicht, dass es ein genereller Fehler ist. Vielleicht hat es sich auch schon geändert. Vielleicht irre ich mich. Ich zeige einfach nur meine Nachforschung. Okay. Das ist im Wesentlichen, worüber wir sprechen wollen. Wir haben irgendeine Art von Gerät, schlau oder nicht so schlau. Das redet über Bluetooth Low Energy mit deinem Smartphone. Meistens redet das Smartphone dann über TLS und SSL mit der Cloud, mit der Wolfsware. Es ist nicht nur Schlösser. Der Talk heißt zwar Lockpicking, weil das ist, was wir angreifen, aber die Technik funktioniert im Prinzip für all diese Bluetooth-Niedrigenergie-Geräte, zum Beispiel Glühbirnen, lustige Berichte über Glühbirnen, die noch nicht mal Authentifizierung benutzen, so da kann man dann also den Nachbar ärgern und die Farbe ändern. Oder die Häuser nach der Nachbarschaft anschalten. Natürlich auch Autos. Jeder redet heute über Autos. Die benutzen zwar nicht wirklich Bluetooth Low Energy, aber sie können über Apps und im Internet kontrolliert werden. Okay, da gibt es Vibratoren. Okay, also Cybersex-Verbrechen war nie einfacher als heute. Aber ich bin mir sicher, dass sie sehr hohe Security haben. Und, es gibt etwas wie einen Knopfdrücker und ich dachte mir so, was soll das denn? Das ist ein Bluetooth Low Energy Gerät, das du dazu bringen kannst, einen Knopf zu drücken. Hier drückst du den Delete-Knopf auf meinem Laptop. Jetzt habe ich also endlich einen Bluetooth-Delete-Knopf auf meinem Notebook. Sehr, sehr hilfreich. Und natürlich, wenn du das zu deinem Türöffner zu Hause hinzufügst, dann kannst du auch mit dem Lockpicking anfangen. Wir haben es noch nicht gehackt. Wir haben es erst seit gestern, aber es sah nicht besonders verschlüsselt aus. Es gibt ein paar geheime Strings, aber das sah alles nicht so kompliziert aus. Also vielleicht schauen wir uns das auf dem Kongress noch an. Da gibt es natürlich Autos. Ich weiß nicht, wer diese Nachricht über Tesla gelesen hat. Niemand, ich dachte, es wären alle gewesen, es war sogar auf Heise. Und natürlich ist es eine große Verwundbarkeit. Elon Musk muss sich darum kümmern und jeder klaut diese Auto, diese Dinger, wie heißen sie? Ach ja, Smart Cars. And they even have colors. Und sie haben sogar Farben. Also wer würde das nicht klauen wollen? The bad news is actually, die schlechten Nachrichten, das war nicht wirklich ein Hack. Was ich gezeigt habe, ist, dass die App das Auto starten kann, aber das steht im Handbuch. Was sie also gesagt haben, ja, aber wenn ich dein Telefon hacke, dann kann ich dein Auto starten.
Dann haben sie gemerkt, oh, da braucht man auch das Passwort, denn um das Auto zu starten, wird die App auch das Passwort haben. Ja, aber ich kann eine Fake-App installieren und dein Passwort damit klauen, dann kann ich dein Auto starten. Ja, große Überraschung, das ist nicht das Hacking, um das es uns geht. Und dann meinten sie, die App müsse stärker gegen das Reverse Engineering geschützt sein. Aber was würde das ändern? Ich kann eine Fake-App erstellen, ohne die echte App dekompilieren zu müssen. Also natürlich, wenn du Apps installierst, die nicht sicher sind, dann sind deine Daten nicht sicher und dann wird der Tesla geklaut. Aber ich konnte in diesem Hack nichts sehen, was wirklich ein Hack war. Also, wenn... Ja, hebt euren Applaus noch für das hier auf. Also, Obfuskierung ist etwas, was Leute unterschiedlich anders verstehen, als ich es verstehe. Ich meine, dass Security by Obscurity nicht funktioniert. Also klar, wenn du deine App irgendwie verschleierst, dann hält uns das vielleicht auf. Aber die Leute, die Geld mit Exploits verdienen, die werden natürlich weitermachen. Und das ist sogar noch schlimmer, weil dann unabhängige Researcher die Exploits nicht so leicht finden können. Also bitte, nein, keine Obfuskierung. Macht eure Protokolle besser, aber wie schon gesagt, habe ich da in der Tesla-App nichts gefunden. Also vielleicht sollten die es ein bisschen offensichtlicher machen, dass man das Auto mit der App starten kann und dass man das Telefon sichern muss, aber ja. Also zurück zu Schlössern. Was machen diese Smart Locks normalerweise? Natürlich können sie geöffnet werden, also normalerweise sprich dein Telefon mit deinem Schloss und dann öffnest du das Schloss. Manchmal musst du auf dem Telefon noch irgendwas drücken. Das ist also ein Zwei-Schritt-Prozess, was eine relativ gute Idee ist, weil es ein paar offensichtliche Szenarien gibt, die sonst funktionieren würden. Dann kann man es mit Freunden teilen und das ist anders als bei normalen Schlössern. Das ist das, was die Smart Lock so smart macht. Wenn ich also nicht zu Hause bin, dann kann ich jemand anderem die Möglichkeit geben, per Code mein Fahrradschloss einmalig zu öffnen. Also das ist einer der großen Vorteile gegenüber traditionellen Schlössern. Und angeblich soll es viel sicherer sein, weil man es eben nicht mehr picken kann. Und dann muss es ein paar Fail-Safe-Modi geben, weil man sein Telefon nicht immer dabei hat und dann gibt es ein paar Tastenkombinationen, um das Schloss ohne das Telefon zu öffnen. Von also diesen grundlegenden Ideen gibt es ein paar Angriffsvektoren. Ich könnte zum Beispiel versuchen, diese Sharing-Einschränkungen zu umgehen. Zum Beispiel zu versuchen, das Schloss zu öffnen, nachdem der Code zurückgenommen wurde. Ich könnte versuchen, die Schlüssel abzufischen, indem ich ja die Bluetooth-Kommunikation abhöre. Und dann könnte man Öffnungscodes per Relay weitergeben. Also als Man-in-the-Middle-Angriff im Grunde. Und ich glaube, das ist etwas, was man nicht wirklich aufhalten kann, außer mit ein paar sehr trickreichen Mechanismen, zum Beispiel Timing. Dieses Sofort-Öffnen-Feature ist also vielleicht nicht die beste Idee. Dann können wir das Schloss oder die App-Software direkt angreifen. Also es ist Software, deswegen gibt es Buffer-Overflows. Es könnte andere Schwächen haben. Vielleicht verifiziert es einfach manche Sachen nicht und guckt nicht, ob ich die Rechte habe. Aber das ist etwas, vielleicht das Einzige, worüber ich in diesem Talk heute nicht rede, weil die anderen Methoden schon funktioniert haben. Okay. Going to look at the hardware. Schauen wir uns die Hardware an. So basically, if you're a lockpicker, wenn du ein Lockpicker bist oder ein anderer Reverse Engineer, wenn du neue Hardware bekommst, dann wirst du sie auseinandernehmen. Wenn du
sie nicht öffnen kannst, dann gehört sie dir auch nicht. Und das Nook ist sehr nett gebaut, sehr gut gebaut. Wenn du dein Schloss tatsächlich legitim geöffnet hast, dann kannst du es auch auseinandernehmen. Das Master Lock, da musst du eben auf der Rückseite bohren, und das ist ein bisschen traurig, weil es danach kein vernünftiges Schloss mehr war. Aber das ist gar nicht so schlimm, weil es auch vorher kein vernünftiges Schloss war, zumindest nach meiner Erfahrung. Und dann gibt es das Dock and Bone Schloss. Das habe ich gerade erst bekommen. Das ist ein bisschen schwierig zu öffnen, aber du musst nicht so viel kaputt machen. Wenn es offen ist, kannst du hinten einen Pin rausziehen und dann kannst du Schrauben entfernen und das kommt alles schön auseinander. Das hier ist das Nook. Ihr seht ein PCB, ihr seht einen normalen Schlosskörper, da gibt es einen Motor in dem PCB, der dreht ein Element, und wenn das in der richtigen Position ist, dann öffnet sich das Schloss. Über das Nook gibt es ein sehr schönes Paper von Michael Hübler, und weder er noch ich hat irgendwelche mechanischen Umgehungen für dieses Schloss gefunden. Also die Mechanik sieht gut aus. Dann gibt es das Master Lock, das ist recht ähnlich, aber ich muss sagen, dass sie diesen Mechanismus zuerst erfunden haben. Es hat vier Buttons auf dem PCB, mit denen du einen Code eingeben kannst. Es hat zwei CPUs, relativ Standarddesign, und hier sind die Gegenstände, die du rausbohren musst, und damit es öffnet. Das Dog and Bone ist ein bisschen aufwendiger, das ist ein bisschen größer. Das kommt in mehreren Teilen auseinander, aber was ich wirklich mochte, ist die Gearbox. Das ist, glaube ich, die 1 zu 2000 Übersetzung. Also aus dem sehr kleinen Motor holt es ziemlich viel Kraft raus. Was macht es also damit? Es dreht dieses Element, und dieses Element zieht diese zwei Elemente heraus, die mit einer Feder verbunden sind. Wenn du ein Lockpicker bist, dann meinst du Federn? Ernsthaft? Hast du jemals über Shimming gelesen? Shimming bedeutet Metall in das Metall reinzuschieben und die Federn rauszuholen. Das ist eine Standardmethode für Schlösser in der 5-Dollar-Umgebung. Das kann normalerweise nicht mehr geschimpft werden. Wenn ich das Dog and Bone Lock öffne, dann, wie eine kurze Google-Suche zeigt, öffnet sich das Lock ziemlich leicht. Mit kleinen Metallplatten. Aus einer Soda-Can ausgeschnitten. But this is not a $5 lock. This is an $80 to $100 öffnet er dieses kleine Lock, und es ist kein billiges Lock, es ist ein 1000 Euro okay. Lock. No need to go into the Bluetooth lodge, low energy for that one. And as a small teaser, I also didn't kleiner say Teaser. There's no mechanical bypass for ich habe nicht gesagt, dass es da ein mechanisches Öffnen des Master Locks gibt. Basically, you see there's one CPU. And something is called an 8-bridge, which is used to control a motor. Wir haben hier eine CPU, das ist eine 8-bridge, und die nutzen wir, um den Motor zu betreiben. Das ist ein sehr einfaches Design. Das Master Lock hat zwei CPUs, auch sehr einfache Elektronik, und das sind die MCUs. Das Interessante ist, dass es ein sehr gewöhnlicher Chip ist, das ist ein Nordic Chip. Das gibt es eigentlich überall. In Glühbirnen. Nur das Master Lock benutzt den MSP 430, also ein ARM Core. Das ist ein viel kleinerer Chip, der ist von Texas Instruments und hat benutzt sehr wenig Strom. Der wurde auch in älteren Bluetooth Low Energy Locks verwendet. Aber es ist einfach ein normaler Mikroprozessor. Du kannst ihn programmieren. Das heißt auch, dass man jedes beliebige ARM Flashboard benutzen kann. Wir hatten, ich habe das genommen, das wir bei uns im Hackerspace rumliegen hatten.
For example, using OpenOCD, but there are different tool chains. But this is one where okay, you find man kann zum Beispiel OpenOCD benutzen oder andere Toolketten, die man so findet. OCD hat also eine Schnittstelle, mit der man sich mit dem Chip verbinden kann und dann kann man Befehle absenden, den Speicher zu lesen, zu schreiben, eine neue Firmware drauf zu spielen und zwar gleichzeitig wie das. Okay, da gibt es dieses alte, kein Bluetooth LE, aber ein altes Schloss, das war nicht gut geschützt, du konntest die Firmware austauschen, den kompletten Code lesen und man konnte den ganzen Flash erreichen ohne den Schloss. Man kann einfach die Sequenz nochmal benutzen, ein lustiges Schloss für deinen Hackspace. Glücklicherweise oder unglücklicherweise, ich würde sagen, glücklicherweise, der Speicher war nicht geschützt. Also man kann niemanden ausschließen. Naja, okay, aber ich könnte die Firmware dekodieren, das ist harte Arbeit, das lasse ich einfach mal. Aber man kann natürlich diese Speicherschnittstellen benutzen, um sein eigenes Zeug zu machen und später entscheiden, was man damit wirklich macht. Okay, lass uns mal zu den ersten, wie ich sagen würde, interessanten Sachen kommen. Die Kommunikation mit der Cloud. Okay, dein Telefon spricht mit einem Service von Hardwarehersteller. Meistens ist es ein TLS-verschlüsselter Link. Und schickt irgendwie Login-Daten und bekommt dann Daten von der Cloud und wenn du ein neues Schloss hast, dann kannst du ein neues Geräte hast, kannst du einfach mit der Cloud synchronisieren und sie sofort wieder benutzen. Also wenn du das Schloss mit jemandem teilst, dann kann man auch in der Wolke sehen, dass du es geöffnet hast und wo du es geöffnet hast und so. Und natürlich, wenn du einen neuen Code hinzufügst oder so, dann kann das auch gespeichert werden. Manche würden sagen, hey, aber TLS ist doch sicher, oder? Ja, schon, im Generellen ist es schon so, aber ab und zu gibt es ein paar Schwachstellen, die hört man hier an Konferenz, aber das Problem, oder beziehungsweise netterweise für uns Forscher, du hast die Kontrolle über das Telefon und somit kannst du das Vertrauen des Servers steuern. Und Leute könnten also versuchen, das zu ändern. Und du kontrollierst ja auch die App, das heißt, du kannst auch dort Dinge ändern. Also der Hersteller sollte davon ausgehen, dass es mit dem TLS gespielt wird, weil es dein Gerät ist und du kannst damit machen, was du willst. Okay, wenn man jetzt mal andere Tools anguckt, die nicht teuer sind und nicht schwer zu bekommen sind, dann kann man da gucken, was macht eigentlich deine Anwendung, was kommuniziert sie. Es ist eigentlich sehr interessant zu sehen, was das Telefon an Google schickt die ganze Zeit. Ich habe entdeckt, dass eine dieser Apps Facebook erzählt, wenn ich es gestartet habe. Warum zum Teufel? Aber was du machen kannst, einen kleinen Proxy mit ein bisschen Python und einer Linux-Maschine. Es geht natürlich auch auf Windows, obwohl ich es schon ausprobiert habe, aber du änderst einfach die Internetverbindung deines Telefons und sagst, okay, dieses Wi-Fi muss einen Proxy benutzen und du gibst die IP des Proxys ein und dann schummelst du falsche Zitate mit einer gefakten Certifying Authority. Und dann kannst du sozusagen einen Man-in-the-Middle-Angriff machen und eine Fake-Zertifizierungsstelle auf deinem Telefon vorspielen. 15 Minuten und du hast dein Man-in-the-Middle und kannst die Kommunikation angucken. So sieht es aus, eine Post-Request, eine Postanfrage und die Antworten. Und man sieht lustige 403 Fehler, ich weiß nicht, warum das passiert. Aber hier sieht man den Start. Man kann natürlich auch reingucken und nicht nur die Anfrage selber
selber sehen, sondern man kann zum Beispiel das Passwort sehen. Ich sollte es wahrscheinlich ausblenden. Ja. Wenn du also dein Passwort vergessen hast, kannst du einfach die Kommunikation absenden. Das funktioniert übrigens auch für deinen Play Store. Meistens benutzen sie einen Token, aber manchmal wird es neu gemacht. Also jede Anwendung, die ein Passwort benutzt und es an die Wolke schickt, an die Cloud schickt, kannst du so nachgucken. In der Noke-App sieht man zum Beispiel Login und User und Passwort gesendet und man bekommt einen Token zurück. Und im nächsten Request muss ich das Token erwähnen, damit ich authentifiziert bin. Okay, was bekommen wir auch? Wir kriegen einen GetLocks-Key und da kriegen wir Informationen über das Schloss, zum Beispiel eine ID, einen Log-Schlüssel. Das ist was, können wir uns merken. 0137, das sehen wir später. Du siehst die MAC-Adresse des Schlosses. Man sieht die Bilder, die zum Schloss angezeigt werden. Und dann gibt es ja einen Schnellklick, das man drücken kann, damit man dieses Schloss aufmachen kann. Das ist alles kleine Hacks, weil es sind meine Daten und die sollte ich eigentlich auch kennen, aber es ist interessant zu verstehen, wie es funktioniert. Das nächste ist, wir haben diese geteilten Schlösser. Man sieht dann, okay, ich darf es also den ganzen Tag benutzen, ab dem 22.03. um 9 Uhr und Ende darf ich, also man sieht das Ende und die Uhrzeit. Und das Schloss hat einen Schlüssel und eine MAC-Adresse. Das nette Ding ist, das Schloss hat keine Zeit, das weiß nicht, wie schwer spätestens und wann ich das eröffnen darf. Also alles, was ich brauche, ist dieser Schlüssel. Und ich muss noch nicht mal die App verantworten. Ich kann einfach mit dem Proxy benutzen, um die Daten on the fly zu verändern. Ich sage einfach, mach aus dem Jahr 2066. Dann kommt die Antwort vom Schloss und dann sagen sie, hey, ja, natürlich, du darfst es immer noch benutzen. Okay, aber die Leute sind clever und machen einen Online-Change. Das heißt, du kannst beim geteilten Schloss nur dann das Schloss öffnen, wenn du Internet hast. Ist nicht in allen Situationen gut, aber wenn man einen Online-Check macht, kann ich es öffnen. Und die Cloud antwortet, ja, du darfst das. Du darfst öffnen. Aber natürlich kann ich auch das faken. Es ist also total lächerlich. Ich kann es auch offline machen. Ich kann es auch im Räumchen machen. Das ist kein Ding. Also auch das Sharing-Feature vom Noke ist allein schon mit dem Proxy kaputt. Und das ist nicht mal großartiges Hacking, da hätten sie auch selber drauf kommen können. Nun gut. Wenn jemand also ein Schloss mit dir teilt, also ein Noke, dann hast du diesen Schlüssel und diesen Schlüssel kannst du mit der Original-App die ganze Zeit nutzen. Du musst es nicht mehr ändern. Eine positive Sache über die Architektur ist hier, dass der Key, den sie für das Sharing nutzen, ein anderer Schlüssel ist, als der, den du selber für dein eigenes Schloss benutzt. Also ich kann damit nichts modifizieren. Ich kann damit nur das Schloss öffnen. Und es gibt die Option, den Schlüssel des Schlosses zu ändern. Ich kann sagen, setze den Schlüssel zurück und dann verfallen alle Schlüssel. Dafür muss ich aber Zugriff auf das Schloss haben. Das heißt, es funktioniert nicht, wenn ich hier bin und mein Schloss in Salzburg. Das ist also nicht so ganz ideal. Vielleicht wäre ein einfacher Schlüssel ein bisschen besser oder Challenge-Response-Mechanismen. Aber das ist etwas für die Zukunft. Momentan ist das Sharing nicht besonders sicher und ich würde euch raten, das im Gedächtnis zu behalten, wenn ihr das Feature benutzt. Firmware-Dumps. Beim Noke habe ich nicht mal versucht, die Firmware zu dumpen, weil ich es schimmen konnte, aber sie haben mir eine URL geschickt, unter der ich die Firmware runterladen konnte. Ich finde, das ist keine Verwundbarkeit. Wenn mir ein Schloss gehört, dann sollte ich auch die Firmware herunterladen könnte. Das, was ich da bekomme, sieht tatsächlich auch wie das aus, was man auf den Chip flasht. Also ladet euch das runter, disassembliert es,
Flasht es auf euer Schloss. Warum nicht? So viel also zur Kommunikation der Apps. Man kann schon recht viel damit anstellen, aber wir wollen noch ein bisschen tiefer eintauchen. Wir wollen auf das Bluetooth Low Energy Level gehen. Also die Kommunikation zwischen meinem Telefon und meinem Schloss oder meinem Vibrator oder was auch immer. Bluetooth Low Energy ist neuer, aber tatsächlich leichter zu sniffen als Bluetooth. Es gibt einen Talk namens With Low Energy Comes Low Security. Den könnt ihr auf YouTube finden. Der ist eine gute Einführung zu dem Thema. Es hat drei Sicherheitsmodi, aber die meist benutzten sind Non und Ad Hoc. Und das dritte ist einer, der über Codes, Einwegcodes funktioniert. All dies ist, es gibt noch einen sicheren Modus, aber der ist nicht so häufig implementiert heutzutage und wird von sehr wenig Geräten unterstützt. Also bis heute ist Bluetooth Low Energy ein leichtes Ziel. Es gibt Sniffer, die schon fertig gebaut sind. Man kann aber auch seinen eigenen bauen. Das ist der Hackerspace Entry Point, Eingangspunkt, wenn ihr das Zeug rumliegen habt. Ansonsten würde ich euch den Adafruit Sniffer empfehlen. Das ist also kein großes Problem. Aber die billige Möglichkeit ist einfach ein 3 bis 5 Euro DevBoard aus China zu kaufen. Ihr könntet auch euer normales FTDI benutzen oder E2 Serial. Und dieses Board ist identisch mit dem Adafruit Board, kostet aber deutlich weniger. Diese Forschung ist nichts, was noch niemand gemacht hätte. Auch auf der DEFCON gab es einen sehr netten Vortrag. Da hat jemand 15 Schlösser analysiert und 12 davon geöffnet. Ich weiß nicht, ob das alles stimmt, was er in seinem Talk erzählt hat. Er hat von Replay-Attacks geredet, aber er hat da aufgehört, wo es anfing, spannend zu werden, und stattdessen hat er diese Folie gezeigt. Er hat über angeblich sichere, vermeintlich sichere Logs gesprochen, zum Beispiel das Noke Padlock. Die Noke-Firma wusste aber schon, dass das Schloss auf der Krypto-Ebene komplett kaputt ist, und haben das aber ignoriert und haben auf ihrem Blog gepostet: Hey, Ramsey hat gesagt, dass unser Schloss sicher ist. Vielleicht sind die sozialen Medienleute nicht so ganz eng zusammen mit den Technikleuten, aber gut, wie auch immer. Die Wireshark-Integration ist leider nicht so toll, das heißt, auf Windows findet ihr tatsächlich leider die besseren Anwendungen, um das auszulesen. Hier könnt ihr sagen: Ja, ich will dieses Gerät sniffen, und kriegt eine ganze Menge Pakete, zum Beispiel Discover, Discover, Discover. Das hier war das größere Paket mit einem Payload, und das hat einen sehr langen String, der ziemlich zufällig aussieht. Also ich sehe von Noke to Phone, Phone to Noke, Noke to Phone, und Noke sagt, sie nutzen AES 128. Ich habe also nicht mal versucht herauszufinden, was ich hier sehe, denn wenn es AES verschlüsselt ist, dann würdet ihr tatsächlich auch nichts daran finden. Aber legen wir das mal beiseite. Wir können die Daten sniffen, wir können diese Sachen aus der Luft kriegen, aber momentan können wir damit nichts machen. Also gehen wir zum App-Hacking. There are different approaches. Es gibt unterschiedliche Strategien angegangen. Nicht das Einfachste, aber das Erste, was wir gemacht haben, ist, die Apps zu manipulieren. So you can get an APK from your phone very easily with ADB. APK vom Telefon bekommen, sehr einfach. Man muss nicht mal ein geroutetes Telefon haben. Man kann einfach den Entwicklermodus aktivieren. Und es gibt voll viele Tutorials im Internet, wie das geht. Man kann es einfach disassemblieren mit Tools like Smiley, wie zum Beispiel Smiley. Und man kann
dasselbe signieren und wieder aufs Telefon machen. Was man machen könnte zum Beispiel ist, die Anwendung so manipulieren, dass es eine andere Kommunikation an einer anderen Stelle kommuniziert. Das ist cool, weil wir können dann das gesamte Protokoll besser verstehen und einen Server vorspielen. Ich könnte also mein No-Schloss benutzen und an meinem eigenen Server verbinden und dann könnte ich sozusagen das Schloss mit meinem Server kommunizieren lassen. Warum nicht? Möglicherweise gibt es die Firma Nook gar nicht mehr in der Zukunft und dann ist deine Hardware auch nichts mehr da. Wenn du natürlich das Protokoll mitgeschnitten hast und verstanden hast, dann kannst du das auch weiter benutzen, weil du nicht mehr auf die Cloud angewiesen bist. Wir haben diese Methode benutzt, um den Zufallszahlengenerator zu untersuchen und die Antwort war immer 42. Und wir haben quasi so eingefügt, dass es einfacher ist, die Kommunikation zu erzählen. Was man auch machen kann, ist das ADB-Dekompilieren. Du kannst einen einfachen Online-Dekompilier-Service benutzen. Die sagen zwar, man darf es nur für legale Prozesse benutzen, aber das machen wir ja. Und dann ist man ein bisschen frustriert von dem Adblocker-Blockierer, den sie haben, aber wenn man das geschafft hat, dann kann man die APK hochladen und dann hat man quasi seinen Java-Code, den man angucken kann und lesen kann. Okay, wir suchen nach AES. Yeah, everybody is laughing at this slide. Jeder lacht über diese Folie, aber da gibt es zwei Dinge, die man bemerken kann. Das ist nicht alles von unserer Forschung, das ist nur der Anfang und es wurde dann erst schwierig. Das andere ist, natürlich ist dieser Schlüssel total schlecht, aber wenn die wirklich ein zufällig gescherten Schlüssel benutzt hätten, dann hätte ich den immer noch gefunden. Also, ich habe wirklich keine Ahnung, warum jemand diesen Schlüssel benutzen würde, aber selbst wenn es ein besserer Schlüssel gewesen wäre, hätte ich es im Quellcode gefunden. Wenn es ein vorher geteilter Schlüssel ist, dann kennt das Schloss die und die Anwendung. Und naja, es ist trotzdem lustig, dass sie diesen dummen Schlüssel, diesen verrückten Schlüssel benutzen. Wir wollten wissen, was für einen Blockketten-Algorithmus sie benutzen. Oder wir haben jedenfalls eine ganze Weile gesucht, bis wir verstanden haben, dass es nur ein Block ist. Man muss eigentlich nur einmal AES entschlüsseln mit dem Schlüssel 0001 und so weiter. Und dann bekommt man etwas, was unsere 42-Nummer enthält. Das ist ja unsere Zufallszahl. Und wie kommt das zustande? Ist das zufällig, dass das da auftaucht? Aber es hat nur für die ersten zwei Nachrichten funktioniert. Und die ersten zwei Nachrichten ist unsere Zufallszahl und die zweite Nachricht zeigt eine echte Zufallszahl. Und danach hat es nicht funktioniert, weil wir natürlich das Schloss nicht gepatcht haben. So mussten also noch mehr Reverse Engineering betreiben. Zum Glück, um zu sagen, dass es für uns ein bisschen interessanter würde, es ist nicht nur die Java-Quelle enthalten, sondern auch Binaries, die der Compiler wahrscheinlich sieht. Und es gibt zum Glück Architekturen für also verschiedene Architekturen, unter anderem x86-Architektur, welche wir durch den üblichen Disassemblierer laufen lassen konnten, aber das mit dem ersten Tool, was ich benutzt habe, habe ich nicht so viel verstanden, aber ein großes Dank an E7P, die haben mir sehr viel geholfen, vor den letzten Events dieses Hacks zu machen und den Schlüsselaustausch zu finden, um am Ende
das hinzubekommen. All dieser Assembler-Code ist wirklich schwierig zu lesen, aber man hat, sieht hier irgendwie, da gibt es Labels, es ist wieder keine Liabilität, aber es ist einfacher für uns. Es ruft also eine AES-Entschlüsselfunktion auf, es geht, wird größer und größer und dann finden wir etwas, was man einen Sitzungsschlüssel erzeugen heißt. Das klingt irgendwie interessant, vielleicht ist das was, was zu tun mit dem, was wir vorher gesehen haben, und da drin ist eine Schleife, die Menschen verstehen können, wenn sie ein bisschen in Assembler verstehen können. Eine Schleife mit 4 Operationen und x-ordert 4 Werte. Und die Kernkomponente des Schlüsselaustausches sind diese 4 beiden Nummern, die wir vorher gesehen haben. Meine 42, 42, 42, 42, und das Zufalls. Und der Zufallszahl von dem Schloss werden miteinander verxodert. Also das, der Schloss sagt zur Anwendung eine Zufallszahl und die Anwendung schickt dem Lock eine Zufallszahl, die werden zusammen verbunden. Und dann sendet die App diese Zufallsnummer. Und zum Schluss addiert man das Ergebnis dazu. Wir haben also aus der App unser 42, 42, 42. In der echten App wäre es natürlich immer noch eine echte Zufallszahl, aber das ist egal. Es war einfach nur für uns einfacher zu sehen, dass es jedes Mal dasselbe war. Das hat ein bisschen geholfen, aber nicht allzu viel. Diese beiden Werte werden also zusammen ge-XORed und dann werden sie auf diesen albernen vorgeteilten Schlüssel addiert. Ich weiß nicht genau, warum sie das machen. Also sie hätten es zumindest zu einem anderen Teil addieren können, dann hätten sie mehr Entropie gehabt. Ich weiß nicht genau, wer in seinem Keller sitzt, sowas baut und sagt, oh ja, das ist ein guter Schlüsselaustausch. Man kann in diese Hirne nicht reingucken. Na gut. Wir haben hier FD, wir O2. Addieren. We have BB here. We add 6 to BB. If you can calculate hex, you see. Addieren diese Hex-Strings, Hex-Zahlen zusammen und das ist einfach nur normale Addition. Das Einzige, was sich in dem Key ändert, sind die mittleren 4 Bytes. Auch das ist eine weitere Verwundbarkeit. Das bedeutet, dass selbst wenn aus irgendeinem Grund dieser Austausch passiert, jedes Mal, wenn man sein Schloss öffnet, sondern jedes Mal, wenn jemand das Log öffnet, dann wird diese komplette Sequenz ausgeführt. Using the new session key, the rest of the und mit dem neuen Session Key passiert dann der Rest der Kommunikation. Aber selbst wenn du das erste Paket verpasst hast aus irgendeinem Grund, es könnte passieren, dass es gescrambled ist oder was auch immer, dann sind es immer noch 4 Bytes. Man kann also einen neuen Key einfach brute-forcen. Ich glaube, das ist auf einer modernen Maschine ohne große Probleme machbar. Das ist also nicht der klügste Schlüsselaustausch. Aber selbst wenn es besser wäre, dann würde es nichts bringen, denn weil es keine asymmetrische Kryptographie ist, es ist nicht schwierig, das nachzuvollziehen. Wenn du einen Schlüssel über ein vorgeteiltes Geheimnis austauscht, dann kann jeder, der das Geheimnis kennt, auch den Schlüssel mitlesen. Also man müsste echt viel verändern, um das vor Sniffing zu bewahren. So, we have the next message. Jetzt haben wir die nächste Nachricht. Wir dekodieren sie mit einem neuen, tollen Schlüssel, den wir haben, und dann bekommen wir etwas, was nicht ganz zufällig aussieht. Oh, ich glaube, ich habe hier das Falsche eingefügt. Das tut mir sehr leid. Wir müssen uns hier eine andere Nachricht denken. Verschlüssel das mit diesem Key und dann würdest du das sehen, was hier oben ist. Aber das, wenn das hier das, die Zufallszahl wäre, die wir aus der Übertragung hätten, dann würden wir diesen Opcode bekommen und nach dem Opcode sehen wir diesen Lock-Key, den wir schon vorher gesehen haben, 0137 und so weiter. Wir haben also den Key aus der Übertragung extrahiert und haben jetzt vollen Zugriff auf das Schloss. Ja, Pech für Noak.
So, 06 is just one of the opcodes when you browse through the Java. 06 ist nur einer der Opcodes. Wenn man sich die Java-Quelle anschaut, dann gibt es auch eine Menge andere Opcodes. Es gibt zum Beispiel Wiki, das man dem Schloss schickt und dann generiert das Schloss die neue Schlüssel und schickt sie zurück. Öffnen, das Batteriestand, Quickcode, Firmware-Update. Oh, das hört sich vielversprechend an. Ich könnte mir vorstellen, dass wir in der näheren Zukunft diesen Opcode noch einmal sehen. Keyfobs, which are small devices, und man kann Keyfobs einschalten. Das sind so kleine schlüsselähnliche Dinger, die man an den Schlüsselbund tut. We haven't played with all of them. The set quick code, wir haben mit nicht allen davon gespielt. Ich glaube, set quick code, da haben wir ein paar Pakete geschickt. Aber ja, das sind die Sachen, die man machen kann. Und all die kann man dekodieren mit der Nachricht, die ich gerade gezeigt habe. History of the vendor notification. Noch eines über die Geschichte der Benachrichtigung des Herstellers. Wir haben das im April gemacht beim Easter Hack. Vielleicht war es nicht die beste Idee, das, ihnen das am 1. April zu schicken. Nun gut. Nein, aber sie haben geantwortet und haben es ernst genommen. Und sie haben uns fast sofort gesagt, dass sie die Forschung gut finden und sie wussten, dass die Kryptographie nicht perfekt ist, aber das Produkt muss nun mal veröffentlicht werden. Wir haben noch nicht die kompletten Details. Das heißt, wir können nicht sagen, ob das neue Protokoll, das Sie anschließend versprochen haben, viel besser ist, aber es sah zumindest ein bisschen besser aus. Sie bringen ein neues U-Schloss für Fahrräder heraus und das soll das neue Protokoll von Anfang an benutzen. Und es gab in der App ein größeres, ein großes Update und das war, dass der Rekey-Button jetzt weg ist. Wenn ihr euch erinnert, dann ist das Einzige, was ein Angreifer davon abhält, ältere Schlüssel wieder zu verwenden. Aber man kann ihn wieder einschalten und sie planen wohl, das im Januar zu fixen. Das heißt, noch sind diese Schlösser verwundbar. The conference is now, we couldn't change that. So, if you use such a no-clock, wenn ihr so ein No-Clock-Schloss benutzt, ich mag die Hardware. Man könnte vielleicht Open-Source-Firmware dafür schreiben oder seine eigene Krypto benutzen oder es einfach nicht für wertvolle Dinge benutzen oder es irgendwie abschirmen. Aber ihr solltet wissen, dass wenn jemand eure Kommunikation mitsnifft mit seinem $5 Devboard, dann kennt ihr wahrscheinlich auch eure Codes. Yeah, so much for the Noke. So viel also zum Noke. Really the end, it's just the beginning of the end. Das ist nicht das, wirklich das Ende, sondern nur der Anfang des Endabschnitts, denn wir haben noch die mechanische Umgehung. Wenn ihr euch erinnert, dann habe ich am Anfang gesagt, dass das Masterlock keine mechanische Umgehung hat. Zumindest keine, die wir gefunden haben. Vielleicht erinnert ihr euch an den Chaos Communication Congress von vor 4 Jahren. Da haben wir das an diesem ersten elektronischen Vorhängeschloss von Masterlock gefunden. Michael Hübner hat ein Loch eingebohrt und geschaut, wie sich die Magnete bewegen und hat diesen speziellen Move gefunden, mit dem man das alte Masterlock öffnen kann. Also vor 4 Jahren haben wir Masterlock gesagt, hey, euer Schloss kann mit einem Magnet geöffnet werden, das ist nicht so großartig. Aber das war ein $30 Vorhängeschloss und nun ja gut, das konnte mit einem Magnet gemacht werden. Das ist das neue Schloss und da haben sie einiges geändert und das haben sie uns auch schon angekündigt. Sie haben ein Abschirmungsmetall hinzugefügt, also dieses diese dicke Abschirmung, die ich normalerweise nutzen würde, um alle mögliche Strahlung abzublocken, um die Hälfte des Motors herum, das soll uns helfen. Schauen wir uns das mal an. So, is this the Masterlock? Das ist das Masterlock. We have a bigger magnet. Mit einem größeren Magnet. Ihr muss zugeben, ihr seht, das ist ein viel größerer Magnet. Diese Magnete darf man hoffentlich bald nirgendwo in Deutschland mehr besitzen. Und wir haben beim letzten Mal mussten wir den Magneten schieben, diesmal drehen wir ihn und jetzt ist es offen.
Das ist auch nicht wirklich ein Zero Day, denn wie er vorher auf den Folien von Rose Ramsey gesehen hat, dann hat er gesagt, dass das Masterlock nicht pickable ist. Und später in der Q&A-Section habe ich gesagt, dass ich das anzweifle. Ich habe nicht genau gesagt, was ich vorhatte, weil ich Masterlock die Zeit zum Reagieren lassen wollte. Aber nach dem Vortrag kam jemand von Masterlock auf mich zu und ich habe ihm gezeigt, wie ich das öffnen konnte. Und dann bin ich davon ausgegangen, dass der Hersteller wohl Bescheid wusste. So I would say, ich würde also sagen, ja, works for me. Ich habe eine Nachricht an alle Hersteller und Kickstarter. Versucht nicht klug zu sein, sondern seid wirklich klug. Schließt eure Krypto-Protokolle ab. Macht keine eigenen Krypto-Protokolle. Und wenn eure Firma sagt, nein, wir können unsere Krypto nicht offenlegen, doch genau das müsst ihr. Und natürlich versucht eure Hardware in die Hände von erfahrenen Lockpickern und Schmieden zu geben, an Schlossern. Und natürlich sagt dir das so ziemlich jeder, dass du kein $100 Schloss machen kannst, das nicht geschimpft werden kann. Vertraut nicht nur euren Elektronikkenntnissen, sondern die Hardware muss auch funktionieren. Und natürlich hindert niemanden, Sachen zu veröffentlichen. Lass sie keine NDAs unterschreiben. Das sind alles schlechte Ideen. Yeah, the lock isn't working that good, but I think the company is doing quite well. Ich glaube also, dass Noke viele Dinge richtig macht, auch wenn das Schloss nicht gut funktioniert. Sie haben uns viele Schlösser geschickt, um sie zu analysieren nach unserer Präsentation. Und zum Beispiel der magnetische Angriff funktioniert immer noch nicht. Es ist ein bisschen ärgerlich, dass sie die Krypto noch nicht richtig machen, aber sie lernen. Wenn also jemand wirklich clever sein will, dann sollten sie versuchen, die Ersten zu sein. Und da frage ich mich wirklich, was zur Hölle, warum gibt es kein Open-Source-Schloss oder Glühbirnen oder Vibrator, was auch immer? Ihr wollt doch nur die Hardware verkaufen. Warum lasst ihr uns nicht die Software als Open-Source schreiben und dann können wir sie auditieren? Ups, what's that slide? Oh, was macht denn die Folie hier? Ach, Hacker Jeopardy. Wenn ihr das nächstes Jahr Hacker Jeopardy passiert, dann schickt uns bitte Inhalte. Ich habe von den beiden gehört, dass sie sehr alt sind und keine Ahnung haben, was die Jugend von heute eigentlich für Fragen hören will. Also schickt uns ein paar Ideen. Es ist eine deutsche Seite, aber Hacker Jeopardy wird nächstes Jahr auch deutsch sein. Und das sagt euch, wie ihr Ideen einschicken könnt und gute Ideen einschickt. Und wenn ihr genug Ideen einschickt, dann gibt es nächstes Jahr hoffentlich wieder Hacker Jeopardy. So we have some links. Hier haben wir noch ein paar Links. Das ist das Zero Day Tool, das wir veröffentlichen von E7P. Es ist da vielleicht noch nicht, oder vielleicht lädt er es gerade aus dem Publikum hoch. Also ein kleines Python-Skript, es braucht Python 3 und es implementiert diesen Crypto Session Exchange. Was wir also im Grunde machen, ist, dass wir die Werte aus dem Wireshark holen. Das sind all diese Hexstrings. Es tut es in eine Datei. Es fängt den Entschlüsselungsprozess an, sagt dem Noke, welche Sachen gerade gesetzt sind. Ich glaube, es unterstützt nur Open und vielleicht Z, also Batteriestand. Aber das ist erstmal genug, um den Schlüsselcode rauszufinden. Damit kann man also sehr leicht das Schloss cracken. Dann das hier von MH, der ein nettes Paper über die Hardware geschrieben hat. Und dann gibt es natürlich den Link zu dem Nordic AF-Sniffer. Das hier ist einer der Dekompilierer mit dem Adblocker-Blocker. Und hier ist ein Artikel aus Sexblock, der sagt, wie man eine Android-App dekompiliert, was ich relativ nützlich fand.
Also danke fürs Zuhören. Wenn ihr Smart Things bei euch habt und damit rumspielen wollt, ich habe eines dieser Dev-Boards übrig. Ich habe zwei, eines für mich selber und eines, das ich ausleihen kann. Dann kommt zur MUCCC-Assembly und sagt, was ihr angreifen wollt und ich gebe euch mein Board. Oder lasst die Sachen da rumliegen possibly, und wir spielen damit beim Kongress rum. Vielleicht nicht heute, aber irgendwann in den nächsten Tagen wird auf jeden Fall jemand da sein. Und ich glaube, jetzt habe ich noch genau 10 Minuten und ich hoffe, dass es Fragen gibt. Ansonsten war ich zu schnell. Vielen Dank. He wants a microphone for the questions. Okay, es wird nach einem Mikrofon gefragt für die Fragen. Ray, thank you very much. Ray, vielen, vielen Dank für deinen Vortrag. Do you have some time later? I might need to ask a favor. Später noch Zeit? Did I told you about that friend that I'm having with the Bluetooth-enabled coffee machine? Habe ich dir von einem Freund erzählt, der eine Bluetooth-fähige Kaffeemaschine hat? Wir sprechen später. Okay, wir haben einige Fragen und einige aus dem Internet. Los geht's. Kennst du irgendein aktuelles Bluetooth-Schloss mit vernünftiger Krypto? Nein. Was ich sagen kann, ist, wir haben den Dockerbone oder Masterlock nicht genauer angeguckt von der Software, aber das hilft halt nichts, weil die Hardware kaputt ist. Im Januar kommen wohl neue Software-Updates raus und ich frage sie, ob sie mir sagen können, was sie geändert haben, damit wir gucken können, ob sich das lohnen könnte. Aber immerhin reagieren sie, das heißt, möglicherweise wird das Schloss ein besseres Schloss. Andere als das kenne ich nicht. Du kannst den Vortrag angucken im Internet, das ist zwar nicht üblich für DEFCON Talks Vorträge, aber bei diesem kann man es online sehen und die sind alle schlimmer als das, was ich hier vorgestellt habe. Also leider kann ich keins empfehlen und außerdem würde ich es nicht empfehlen, solange es nicht Open Source ist. Dann bedeutet es ja nur, dass es momentan noch nicht geknackt ist. Also möglicherweise bleibst du bei deinem alten Schloss. Okay, Schloss Nummer 2. Okay, da kam ein bisschen Fremdschämen dabei heraus. Ein Gedanke, du sagtest, es geht darum, Hardware zu verkaufen, aber was ich glaube, ist es nicht. Ich glaube, die meisten dieser Geräte sind über die Cloud verbunden. Sie werden bestimmt Daten sammeln und wahrscheinlich ist es ein Teil ihres Geschäftsmodells. Ja, bei dem Node gibt es eine Softwarekomponente, die man kaufen kann für die Cloud. Und das ändert aber nichts, dass man irgendwie eine Open Source License machen kann und Lizenz sagen kann und sagen, man darf es zum Beispiel nicht für Geschäftszwecke benutzen. Dann. Du kannst es ja auch mit Open Source limitieren für die Benutzung. Aber ich muss wissen können, wie Schlüssel behandelt werden. Das sollte kein Geheimnis sein. Das ist eine elementare Funktion, die Menschen verstehen können müssen. Insbesondere in einer kommerziellen Umgebung, wenn du irgendeinen Schlosser fragst, was er dazu sagt, zu einem Schlosser, würde er sagen, wenn er das nicht angucken kann, dann kann er auch nichts dazu sagen. Quelloffene Algorithmen und Protokolle sollten die Lösung sein. Und insbesondere in der Industrie von Schlössern ist es wirklich nicht üblich. Es ist scheinbar eine Idee, die sie nicht verstehen. Bei ihnen geht es um Geheimnisse, ich weiß nicht. Wir können nur hoffen, dass es in der Zukunft besser wird. Coming up. He was queuing at 3, but covering the camera. And then the cameraman got a little bit disturbed. And it's a long story. One week ago. Okay, neue Frage. Ich fragte mich, ob du neue Schlösser kennst, die sich per Broadcast ankündigen. Nein, Schlösser broadcasten in der Regel nicht, weil das zu viel Energie verbrauchen würde. Normalerweise muss man etwas am Schloss drücken und dann funktioniert das Schloss. Es gibt Dinge, die interessant sind. Du kannst den DEFCON
Nordbahn Talk angucken. Es gibt Türschlüsse, die eventuell an einen Strom angeschlossen sind und dann können sie auch die ganze Zeit funken, aber für die Padlocks kann das funktioniert es nicht. Aber natürlich kannst du hinlaufen und sie drücken, den kleinen Knopf drücken und dann geht es. Aber was du tun kannst, ist, du kannst herumlaufen und tun, als wärst du ein Schloss und gucken, ob jemand in der Nähe des App die App anhört an und mit dir antwortet, das wäre, was du tun kannst. Neue Frage. Ich fragte mich, ob es irgendwie starke Verschlüsselung bei dem AES gibt, aber dann der sehr, sehr schwache Schlüsselaustausch. Meinst du, das liegt vielleicht daran, dass sie irgendwie Aufgaben ausgeteilt haben und haben irgendwie so ein bisschen, dass sie wollen Encryption haben, aber haben nicht gesagt, wie sie den Schlüssel generieren und ist das vielleicht der Grund, warum sie 8 Monate brauchen, um das zu verbessern? Okay, das waren eigentlich 2 Fragen, also vielleicht ist es irgendwie Auftragsarbeit, aber du könntest auch gucken, das ist eine Kickstarter-Kampagne, die hatten ganz große Probleme mit dem Ausliefern der Schlösser mit der Zeit und viele Kommentare haben, oh mein Gott, das dauert so lange, ich warte auf mein Schloss und viele, viele Leute haben gesagt, ihr müsst jetzt endlich rauskommen, vielleicht war es Zeitdruck, vielleicht war es Aufgabenverteilung, aber vielleicht haben sie auch einfach nur gesagt, wir benutzen AES, es ist nicht öffentlich einsehbar, was wir machen. Und hier sieht man eben, ja, es benutzt AES und es funktioniert auch richtig. Es ist also vollkommen valides AES und sie können das sozusagen auf ihr Label schreiben, wir benutzen es, aber es ist halt trotzdem total unsicher, obwohl es das Krypto-Protokoll richtig umsetzt. Okay, eine weitere Frage aus dem Internet. Eine Anschlussfrage an die vorherige. Würde es ausreichen, ein hardware-beschleunigte AES auf diesen Geräten zu haben? Hardware-beschleunigte AES hat damit ungefähr gar nichts zu tun. Es könnte vielleicht helfen, deinem Krypto-Chip, wenn man Seitenkanalangriffe hat oder ein geheimer Schlüssel, der nicht ausgetauscht werden könnte. Diese Keys könnte man auch angreifen durch Seitenangriffe. Aber AES ist AES und die Implementierung ist gültig. Ein Beschleunigen des Chips würde nichts helfen. Sie machen keine schlechte Krypto wegen Performance-Gründen. Es ist nur eine AES-Operation, aber was sie eigentlich tun sollten, ist asymmetrische Krypto haben. Da könnte Beschleunigung helfen, aber dem Chip, das ist nicht wichtig. Okay, neue Frage, 2 kleine Fragen, Hardware-bezogen. Could you build a lock which isn't susceptible to the attack you showed in the video, like Schloss bauen, flipping das, the magnet? Nicht fehleranfällig ist gegenüber dem Angriff mit dem Magneten, was du gezeigt hast. Dann gibt es noch die 2. Frage mit dem Fahrradschloss, das keine Batterie hat. Und ich frage mich, wie die das machen. Hast du eine Idee? Okay, mit der 2. Frage anfangen. Ich habe keine Ahnung von dem Arbeitslock. Aber es gibt Cyberlocks, die Batterie im Schlüssel haben. Wenn es ein Bluetooth-Schloss ist, dann weiß ich nicht, wie das geht. Vielleicht sollte man was drücken und dann generiert es etwas, generiert es Energie, um etwas zu senden. Ich kenne das Produkt aber nicht. Die andere Frage habe ich nicht wirklich verstanden, was du wissen willst. Kannst du es nochmal wiederholen? Ja, natürlich. Ich war hatte gefragt, wie man das Schloss gegen Magnetangriffe beschützen kann, wie du es im Video gezeigt hast. Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, wir wissen, wie es Nook getan hat. Und ich glaube, bei denen war das nicht bewusst, aber es ist zufällig passiert. Aber wenn ich mein Magnet da rein tue, dann sperre ich auch das Schloss, weil das magnetisches. In einem Cast-Schloss ist das nicht magnetisch und im Quick-Lock muss man den Motor irgendwie drehen. Wenn das schwieriger wäre, zum Beispiel ein Servomotor wäre, dann würde das vielleicht helfen, aber
in der Vergangenheit hatten wir auch Türschlösser, die mechanisch angegriffen wurden. Und richtig gute Elektromechanik zu bauen ist nicht leicht. Okay, das ist keine Frage, es ist nur ein Hinweis. Du sprachst in deinem Vortrag über Open Source Appliance und dass das niemand macht und dass Leute das machen sollen und du empfiehlst, Leute sollten die Ersten sein, die das machen, zum Beispiel Open Source Sex Toys, Sexspielzeuge. Es ist passiert, dass jemand das tut auf GitHub, Q.dot. Mach das und wenn du mehr lernen möchtest über das, was sie machen, da gibt es mehrere öffentliche Repositories. Wenn jemand das ausprobieren möchte, ich wollte nur darauf hinweisen. Aber ich habe auch, also danke für deine Selbstwerbung, aber ich habe eher hauptsächlich über Schlösser geredet. Das ist mein Thema gewesen, aber ich warte am Assembly, kommt mit deinem Zeug vorbei, kommt mit eurem Zeug vorbei und dann